haben. Nochmal der kurze Check, ob mich jeder gut hört. Einmal ein kurzes Zeichen. Ich bin gut hörbar. Hört ihr die Musik im Hintergrund auch gut? Oder nicht so gut? Geht's oder mache ich ein bisschen lauter? So, wie sieht's jetzt mit der Musik aus? Ein bisschen lauter ist sie? Hört man sie besser? Ja, sehr schön. Wir starten heute mal wieder ganz klassisch mit Tabata, das heißt 20 Sekunden Vollgas, 10 Sekunden Pause, insgesamt 8-mal hintereinander eine Übung, dafür machen wir 2 verschiedene Stück. Die erste Übung, die wir im Tabata-Rhythmus machen, ist der sogenannte Cowboy, den mache ich einmal kurz vor. Ihr startet hüftbreit, Hände sind oben und das Ziel ist es, die Hand an die Ferse zu bekommen, okay? Das ist die Bewegung. Ob ihr das so langsam machen wollt, wie ich es gerade vorgemacht habe, oder ein bisschen schneller, ist euch überlassen. Schneller würde es dann mit Springen sehen. Also irgendwie sowas. Das ist ein bisschen dynamischer, ein bisschen anstrengender, macht euch vielleicht mehr warm. Wer aber diesen Gehenden machen will, darf das auch gerne machen. Und die zweite Übung, die wir machen werden, ist der Bird Dog. Den mache ich auch einmal vor. Dass du einmal in Vierfüßler stellst. Diagonal ein Arm, ein Bein. Dementsprechend, dass beide Seiten warm werden. Aber jetzt starten wir erstmal mit dem Cowboy, okay? Schon wieder dieses Update-Ding da? Okay. So, Cowboy in 10 Sekunden. 4, 3, 2, 1, los geht's. Schön die Ferse hochkriegen. Ihr sollt nicht runtergehen, sondern die Ferse von hoch zur Hand kommen.
10 Sekunden noch, durchhalten. 4, 3, 2, 1. Sehr schön. Einmal alles locker machen. Dann will gerne nochmal was trinken. Und als nächstes gehen wir in den Bird Dog, das heißt auf den Boden, in den Vierfüßlerschlag. Wir haben vier Grundübungen, die wir mit 10 Wiederholungen machen.
Insgesamt machen wir 10 Runden. Das heißt, am Ende haben wir von allem 100 Stück gemacht. Das ist unser Workout 1 für heute. Okay? Übung Nummer 1 sind ganz klassische Squats. Hüftbreiter Stand. Die Fersen bleiben am Boden. Wir gehen tief und hoch. Okay? Davon 10 Stück. Das ist unsere Übung 1. Übung 2 sind Sit-Ups. Auch ganz klassisch. An den Boden, Füße zusammen, Rücken sehr gerade, Bauch ist fest. Einmal hinten den Boden berühren, einmal vorne. Okay. Übung 2, auch hier 10 Wiederholungen, dann geht's weiter zu Übung 3. Weil wir hier leider keine Pull-Up-Stange haben, machen wir einen Lat-Pull-Down. Zeige ich einmal vor. Bauchlage. Bekommen, okay? Schön den Lat benutzen. Das ist unsere Übung Nummer 3. Übung Nummer 4, ganz zum Schluss sind ganz klassische Push-Ups. Das heißt, wir gehen ein bisschen breiter als Schulterbreit. Gerade Rücken, Po ist nicht rausgestreckt, ihr seid auf einer Strecke, auf einer Linie und geht mit der Brust voraus zum Boden. Wenn das zu anstrengend ist, macht die halben auf den Knie. Okay? So, 4 Grundübungen mit jeweils 10 Wiederholungen, 10 Runden lang hintereinander. So lange, bis wir fertig sind. So, seid ihr bereit? Sollen wir loslegen? Dann macht euch mal Platz. Wir fangen mit den Squats an. 10 Stück. Auf geht's, komm. So tief es geht. Thank you.
und vorne. 10 Squats, komm. So tief du kannst, Fersen bleiben am Boden. Danach an die Sit-Ups.
machst. Genau, wenn ich dir zu schnell bin, mach dein eigenes Tempo. Du teilst es dir selber ein, es ist dein Training. Immer nur schön die Reihenfolge einbehalten. Weiter geht's, wieder mit 10 Squats. Yeah.
Sehr schön. Komm, zieh's durch. Wer fertig ist, hat eine bisschen längere Pause. Kein Stress. Auf die restlichen warten wir jetzt noch. Denkt dran, schön in Bewegung zu bleiben, auch wenn ihr gerade Pause macht. Schon mal eure Hanteln bereit, eure Gewichte. Sehr schön. Wir warten noch so 30 Sekündchen. Die letzten sollen schon mal fertig werden. Stabil. Und mit diesem stabilen Core
immer abwechselnd das Bein so hoch heben, wie es geht, ohne Schwung, nur mit Muskeln, okay? Das sind unsere 5 Übungen. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ich mache die Musik ein bisschen lauter und dann fangen wir an. Mal schauen, vielleicht kriegt uns die Sandrine später wieder raus, weil wir überziehen. Aber wir geben jetzt einfach Vollgas und sind dann pünktlich fertig und dann klappt das alles, okay? Musik wird lauter gemacht. Kein Schwung, wir benutzen die Muskeln. Dran denken. Danach geht's in den Bend over Row. Eng am Körper arbeiten. Auf geht's. Zwölf Stück.
hier schön mit dem Rücken arbeiten. Kein Schwung nehmen. Nächste Übung ist der High Raise. Wir brauchen nochmal die Gewichte. Und gehen vorne hoch, so hoch es geht, ohne die Spannung im unteren Rücken zu verlieren. Okay? Handrücken weg vom Körper. Auf geht's. Entspannen. Wer will, trinkt noch mal was. Wir starten jetzt in die dritte und letzte Runde. Das heißt noch mal alles von vorne. Dann sind wir fertig für heute. Schnappt euch die Gewichte. Und wir gehen wieder an den Reverse Fly. Auf geht's. Thank you.
Genau, schön gerade bleiben. Super. So. Nächstes und letztes gehen wir nochmal an den Boden und machen 12-mal die Plank mit Back Lift. Gestreckt. Noch vier.
Ciao, ciao.